Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Wir sind gerade aus Khalils Festung raus. Müssen wir jetzt hier ein bisschen was zwischenbunkern. Da ist eh nichts drin. Auf der Zeig wieder. Gute Beute. Müssen wir dann abgleichen, wenn wir wieder umgehen, was wir mitnehmen. Und was wir vielleicht da lassen, Dämonenblut zum Beispiel, da mal zum Saufen da haben. Gut verschmierte Nägel. Eine vom Archivar selbst verfasstes Manuskript. Gesundheit plus 60. Schlüssel zum Allerheiligsten. Das können wir ausbackeln. Das kann nein, das. Zack, keine Ahnung mehr, 150 Münzen. Wenn man ein bisschen klar geht. So, jetzt machen wir alles, was du nicht brauchst. Hast du bloß wieder das Falsche benutzt? Mal wieder einen Kristallwächter zusammenbauen noch, für die Birch. Ich habe alles beieinander. Und so, wir sind so weit aufgestellt. Denke ich. Ist auch nichts mehr Wichtiges erinnern, nur mit zwei Magier. Das mit den Nico heute mittlerweile ja Geld schmeißen, gell? Halt, würde ich eigentlich benutzen. Wo ist denn jetzt wieder? Wo ist benutzt? Ja, ist weg. Okay, los geht's. Die Jungs sind eingestellt, dass sie keinen angreifen haben, bis wir im Weinkeller sind. Ich meine, wo der Weinkeller ist, wird er wieder mittlerweile schon wissen. Gehen wir davon aus. Wenn nicht, dann zieht es gleich. Steht da zufällig irgendwas? Na, Entschuldigung, aber schon wieder ein langer Tag heute. Geht auch nicht sinnvoll so. Wenn wir schon überlegt haben, wo wir Gottmutter mal eintun, testen, ob wir überhaupt den Kaunen da verprügeln können. So you live. Die Prinzessin. Oh, bei dir war wir noch nicht da, haben wir einen Schlüssel. Stimmt, haben wir einen Schlüssel von der Tante. So, aber jetzt gehen wir schon mal in den Weinkeller. Und dann schauen wir, ob wir den töten kann, den Conan. Oder nicht. So. Was ich jetzt natürlich nicht da habe, ist mein Fackel repariert, gell. Jetzt der Trinker hat sich heute mal wieder geprügelt. Diesmal war der Schaden nicht allzu groß. Es sind einige Möbel und Fässer zu Bruch gegangen. Trotzdem wird es Wochen dauern, Nachschub aus Neu-Asgard zu beschaffen. Ich würde ja sagen, er ist den Ärger nicht wert, aber um ehrlich zu sein, er trinkt etwa 10-mal so viel wie alle anderen zusammen. Ohne ihn müsste ich vermutlich schließen. Ja klar, der Ruhestar nimmt Kaut. Das ist das Gute am Katana, die kämen gar nicht dazu. Das ist wieder das komische Dingsbums da. Was zum Essen nehmen wir mit. Zwei Keule nehmen wir auch mit. Wüstenwein. Kaktuswein. Nehmen wir mal mit. So. Jetzt ist natürlich das Problem mit der Fackel, gell? Wieder einer da frei. Langsam komme ich an einen Punkt, an dem ich jetzt sagen muss, dass er hier nicht mehr zu trinken bekommt. Sobald die anderen Gäste ihn sehen, suchen sie fluchtartig das Weitere. Schlecht fürs Geschäft ist meine Entscheidung in beiden Fällen. Ja, der Stammkunde ist ein Profi-Alkoholiker, da muss man dann natürlich schon schauen. Ja. So, ich kann entweder Lichtmacher oder Beleuchtung. Den Weinkeller finden, ja, ich habe einen Kunden. Yeah. Wein. Wir nehmen jetzt nicht mit. Die lassen wir uns nicht damit. Ha! Endlich ist mir das Glück wiederholt. Heute kam ein ziemlich ungeholter Bursche in der Bäne, der sich Conan aus Zimmerin nannte.
Zed hat natürlich seine Nase nicht gefallen, also kam es zum Kampf. Conan hat ihn grün und blau geschlagen. Aber der Barbar ist nicht nachtragend und hat Zed den restlichen Abend mit Getränken versorgt. Er hat mir sogar geholfen, Zed den Weinkeller zu schleppen, nachdem er umgekippt war. Ich mag diesen Simeri. Conan macht sie Freunde. Drückt ihm auf jeden Fall immer Wein her, wenn wir brauchen. So, Licht sparen. Genau, also das ist ein Riesen-Dungeon. Gefällt mir nur im Sinne. Ich hoffe, die Beleuchtung hier geht's. Vielleicht finden wir irgendwo noch Fackeln. Mal die Fackel abbauen. Natürlich nicht. Ich habe da nur diese 5, ist schon ewig her. Meine Jungs sagen, dass der wieder angreifen darf. Ist mir gerade so eingefallen. Weil ich da nicht alles allein liegen muss. Ist drin. Okay, geht zum Interagieren. Achso, da. 107 Tage nach dem Fall. Chor hat versagt. Ich dachte, wir wüssten, was Dunkelheit ist. Aber die Schatten, die wir kannten, waren nichts weiter als das Fehlen von Licht. Diese Dunkelheit ist das Ende aller Hoffnung. Tag kommt und wir können nichts dagegen tun. Das Ende ist nah. Blood of the serpent! Enemies at the gate! Tja. Spiel was zum Lesen. 97 Tage nach dem Fall. Er hat uns aus der Stadt getrieben. Wir sind die letzten Überlebenden. Chor glaubt, er könne die Kreatur durch die Umkehr des Rituals einfangen. Er muss zurück zum Tempel, durch die verwüsteten Straßen der Stadt. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich werde selbst aber hier draußen mein Glück versuchen. Etwa die Hälfte unserer Gruppe wird ihn begleiten. Die andere bleibt hier, bei mir. Wir beten zu Zed, dass er es schafft. Mal da. Ein etwas KI-Stau gefunden. Sehr gut. Ist schon sehr dunkel, gell? Also ich hoffe, dass mit der Beleuchtung passt, wenn ich mal nochmal schaue. Vielleicht kann ich nochmal ein bisschen nachjustieren beim Schneiden. Blood of the serpent! Enemies at the gate! Immer nochmal so lustige Geräusche. Nichts von Bedeutung. Du hast eine komplette lautlose Legion-Rüstung. Oh, die haben wir schon. Oh. Die zerre ich jetzt auch nicht mit, oder ist die besser wie meine? Nein. Bei weitem nicht. Oh, da haben Truhen versteckt. Silber, Gold. Gold und Silber, mal doch wieder aufmachen. Der ist so nicht plündern anscheinend. Nichts zum Lesen hier in dem erleuchteten Bereich. Seltsam. Okay, weiter geht's. Das ist gut gemacht, haben da das Schwert da putzt, so wie ein Samurai. Zumindest so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Boah, das ist schon gescheit finster. Da braucht man Licht, das hilft nichts. Ich will hier eh zum Interagieren. Ja, und was denn? Wow!
schon gescheit dunkel da, gell. Wascha. Ich schalte mir die Lichter ein, wenn es ist. Hier 90 Tage nach dem Fall. Das Ritual ist schiefgegangen. Der Dämon, der Sang genannt wird, ist entkommen. Die Schrei der Priester hallen durch die Stadt und der Tempel gleicht einem Schlachthaus. Wir sind nahen. Wir haben uns selbst mit einem Teufel in der Finsternis eingeschlossen. Ich würde gern Mitleid mit den arglosen Bewohnern der anderen Viertel empfinden, aber alles, was ich fühle, ist eine tiefsitzende Angst in meiner Seele. Wir müssen hier weg und werden die Stadt verlassen. Vielleicht wird der Dämon des Todes müde. Vielleicht finden wir eine Zuflucht. Neue Hoffnung. Nein. Wahrscheinlich nicht. Jetzt wird nicht immer das Licht erscheinen, solange wir noch Licht haben. Ich benutze die Fackel gern. Es wird zwar bald zu Ende sein. Es wäre Licht, doch der Herr, der fand den Schalter nicht. Drücke I zum Interagieren. 93 Tage nach dem Fall. Das Ritual wird durchgeführt. Apustia ist alles, was uns noch bleibt. Wir müssen dem Gott abschwören, der uns verlassen hat, um neue Verbündete in der Dunkelheit zu suchen. Koa ist zuversichtlich, dass er kontrollieren kann, was immer das Ritual beschwört. Er hat seine Macht in der Vergangenheit nicht nur einmal unter Beweis gestellt. Wir haben Türen des Tempels zerschlagen und die Priester in ihre Quartiere gesperrt. Wir sind vorbereitet. Denken das die Leute nicht immer, dass sie vorbereitet sind. Auf was immer da auch kommt, in Wirklichkeit ist keiner vorbereitet. Ein Schluck trinken. Auch einen Schluck trinken. So, jetzt hat... Kann man mal vielleicht schnell ein bisschen Holz hacken. Um vielleicht zufällig eine Fackel zu bauen. Ja. Holz, Pflanzenfasern brauchen wir. Pflanzenfasern werden wir da aber nicht kriegen. Vielleicht zufällig hat so eine Leiche dabei. Oder mit heller Fackelbahn, stinkt so ein bisschen. Nirgends finden, vermute ich einfach. Noch eine Minute, das Licht aus. Boah. Das ist die Wanderne. Ist jeder Egenspringer so ein Freak aus, ne? Pflanzenfasern, Elfenbein, das hilft und so ist nix. Ich
geholfen. Jetzt mal beiseite bitte. Ist ohne Licht schon verdammt dunkel. Verdammt, verdammt, verdammt. Scheuerte Fackel habe ich natürlich nicht gedacht. Ja. Möchte. Zack, der Mund. Was ist das Fenster? Tut mir sehr leid für euch. Da werden wir doch kein Fackelmaterial zusammenkriegen, schätze ich mal. Schreie. Tiefe Schreie. Da war ein Buch. Was? Tag 57 nach dem Fall. Unsere Lage wird immer verzweifelter. Alle Essensvorräte sind aufgebraucht. Es gibt keine Tiere mehr in der Stadt. Und der Kannibalismus ist auf dem Vormarsch. Selbst aus Moos haben wir mittlerweile von dem Felsen geschaut. Kor hat mit den Leuten über das Ritual gesprochen, ohne Erfolg. Die Menschen haben Angst. Und ängstliche Menschen rufen die Götter um Hilfe an. Die Priester waren zwar allzu gerne bereit, uns alle abdringenden Glauben zu denunzieren und verwehren. Verwehren uns nun den Zugang zum Tempel. Kor ist dennoch entschlossen und wird sich wohl kaum aufhalten lassen. Es ist echt verdammt dunkel. Verdammt, verdammt, verdampft. Ja, das Holz ist der. Wir brauchen bloß Pflanzenfasern. Ich habe nur 15 Sekunden Licht. Das nutzen wir schnell mal ansonsten da um zum Schau. Da machen wir schon hinten. Wird's finster. Mehr Licht habe ich nicht dabei. Es muss doch irgendwo ein Gebüsch geben. Nur eins. Oder irgendwann der Pflanzenfasern in der Tasche hat. Kann's ja nicht sein. Jeden Scheiß haben sie in der Tasche. Ich habe keine Pflanzenfasern. Ich habe keine Pflanzenfasern dabei. Ach mein Gott, mein Gott. Nicht weit unten nur. Da wenigstens nur eine einzige Pflanze finden, ein Ding zum Abbauen. Ja, die echte Bewaffnung, die Licht macht, gell? Da wäre natürlich auch wieder nicht dabei. Ist ja klar. Drücke E zum Interagieren. Da haben wir was. Etwas Kajitstahl gefunden. Gut. Schau, wie das noch nachbearbeiten kann. Aber ich kann es auch nicht versprechen. Dass für mich auch nicht heller ist.
waren schon 1000 Ecken. Dann muss man da schon einmal nichts übersiegt. So. Mal zumindest ein bisschen lüften. Sie zumindest. Was nicht schlecht war. War nur ein Gebüsch. Wollen wir stehen drüber, da kann doch irgendwo so ein lumpiges Gebüsch umeinander stehen, oder? Nein. Wir geben Hans kein Gebüsch. Lass mein absoluter Dunkelheit herumlaufen. Verrückten Bössli. Tatsächlich gerne ein bisschen Licht sagen, aber ist gerade nicht möglich. Ja, die Trinkschlauch. Das kann der extra. Das ist ja auch die Niederschlag in Aufführung von Trinkwasser. Hm. Wir haben auf jeden Fall mit. Finster, gehen wir irgendwo wenigstens ein Leuchtschreiben dabei. Aber auch nichts gedacht. Du hast ja auch nichts dabei, gell? Du hast auch nichts mehr drin. Ich habe euch alle ausgeklammt. War eine schlaue Entscheidung. Jetzt eine Runde, wo wir herkommen. Ist drin, frische Tasten. So. Geilerweise natürlich mit Licht. Verdammt. Ich sehe da gar nichts. Da ist nichts hin. Wenn ich nichts sehe, ist nichts hin. Jetzt sind da hier. Jetzt haben wir Einstellungen. Video. Gamma-Qualität? Nein. Nein. Ist nicht. Keine Weile. Buch. 48 Tage nach dem Fall. Kor und sein Ratgeber halten das Ritual für eine Alternative. Unsere Späher haben die Höhle erkundet, aber ihre Suche blieb erfolglos. Wir sitzen in der Falle und unsere Essensvorräte gehen zur Neige. Es kursieren Gerüchte, dass einige von unseren neuerdings Menschenfleisch essen. Seth hat uns wirklich verlassen. Und ich werde euch jetzt auch verlassen. Hier, in der Dunkelheit. So leid es mir tut. Die Folge ist so. Und es ist verdammt dunkel. Warum ist es hier so dunkel? Okay, ich sag danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Servus.